Im Witwen Chamber war das, glaube ich, dann zu den normalen das machen können. Würde ich sagen, nicht lange schnacken, warten auf den richtigen Circuit. Ich habe es trotzdem wieder vergessen. Ah ja, zwei Copper. Hier ein Wischdaloi. Ein Wischdaloi. Ich darf wieder nachfüllen. Na. Oh, das geht richtig auf die Redstone-Vorräte. Das war knapp, das Loch muss ich dringend mal zumachen. Wie sieht der aus? Ah, der ist schon wieder leer. So, jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Copper. Machen wir gleich mal den halben Stack fertig. Oh. Dann nehmen wir so runter. Und es ist wieder ruhig. Aber ich muss sagen, Holz kriegt man da schon noch schön raus. So, mach mal. Ach, da war ja noch Kupfer. Ah ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ein Circuit können wir ja dann wieder machen. Na. Also auf Hydraulic Craft werden wir wahrscheinlich auch nochmal eingehen, genauer, aber da warte ich lieber nochmal auf den Street Digger, dass wir mal wieder zur Aufnahme kommen, dass er uns das Ganze dann mal erklären kann. Würde ich aber auch dann gerne wieder mit Crazy zusammen machen. So. Ich glaube, das Circuit-Rezept geht ja bald auswendig. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt waren da noch das Steel Casing und die beiden Lava-Eimer. Aber so. Haben wir noch Eimer? Na. Lava-Eimer. Eimer. Da ist noch einer. Zwei Eimer. Lava sollte ja auch kein Problem mehr sein nach der schönen Lava-Versorgung von Trivolo. So, da ein Lava-Eimer, da einer. Steel Casing. Na, Redstone. Und wo sind sie da? Sind die Circuits. Die Quascher. Oh, cool, die Eimer kriegen wir wieder. Sehr schön. So, der Quascher. Schauen wir uns wieder mal die Rezepte an. Wir können einen Steelingot wieder zu Stahl das machen. Oder Tinklumpen zu Dirty Tinders, die wir dann direkt schmelzen könnten. Oder halt in der Enrichment Chamber reinigen. So. Kann man noch anderes? Oh, wir können Karotten zum Beispiel zu Biofuel machen. Biogenomet. Das klingt interessant. Schaue ich mir nochmal im Singleplayer auch nochmal an. Das klingt richtig interessant. Über Biofuel. Ach, Flower? Das. Ich bin gerade ein bisschen. Ja. Und so. So, der Quatsch an sich nützt uns ja halt noch gar nichts, weil wir noch nicht zu den Klumpen können. Das können wir aber über die Purification Chamber machen. Die Purification Chamber haben wir da. So, da geht's schon härter los. Atomic Core, Enrichment Chamber brauchen wir nochmal. Ja, was machen die Purification Chamber? Shift. Na.
An advanced machine capable of processing ores into three clumps, serving as the initial stage of 300% ore processing. So, um es halt zu übersetzen, die Purification Chamber. Wir knacken da ein Erz rein, zum Beispiel ein Iron Ore, kriegen drei Iron Clumps raus. Den können wir dann in der Enrichment Chamber, so das zu machen. Oder wartet. Ne, im Crusher zu Dirty Dust machen und dann in der Enrichment Chamber zu Dust. Dass wir dann halt im Ofen normal schmelzen können. So, die Purification Chamber hat aber einen Nachteil. Ich weiß nicht, ob es hier steht. Nö. Nämlich braucht die Purification Chamber, um zu arbeiten, Oxygen. Was ist jetzt Oxygen? Oxygen ist ein Gas, das aus Wasser hergestellt wird, im Electrolytic Separator. Würde ich sagen, gehen wir erstmal da drauf. Lytic Separator. So, da haben wir. Das ist ein Electrolytic Core. Das wird ein Spaß. Also wie viel brauchen wir? 7 davon, 2 Osmium Dust, Iron und Gold Dust. Das waren jetzt 7 davon. So. Ah, das ist noch ein bisschen am Rumbabbeln. Ja, das Soundmuffler bringt uns ja auch herzlich wenig. Den hebe ich mir mal auf Rückhalt. Stelle ich jetzt erstmal das Prinzip dahin. Oh. Wir sind out of fuel. Nochmal ein bisschen Kohle nachklatschen. Bäh. Okay, Kohle hat einen höheren Brennwert da drin als Charcoal. Oder sehe ich das jetzt? Habe ich das falsch verstanden? Ich glaube, ich habe das einfach nur falsch verstanden. So. Den Electric Separator und die Purification Chamber machen wir heute noch fertig. Aber dann beende ich auch schon die Aufnahme. Ich wurde auch schon mal gefragt, warum meine Folgen immer so spät kommen. Bin halt Schüler, ich habe spät Schule aus. Und dann muss ich noch teilweise gucken, dass ich die Folgen noch fertig kriege. Ich mache schon immer mal ein paar auf Vorhalt. Ja. Aber klappt halt nicht immer. Konnte man jetzt. Nee. Das war, glaube ich, dann hier schon im Crusher. Jo. Ach, das wird zerstampft. Ja, Crusher, Crushen, Stampf. Ist ja nur logisch. Mache ich nochmal 2 Osmium-Barren fertig. Und 2 Gold. Gib mir Gold! Ein Osmium-Dust. Wieso nehme ich eigentlich 2 Gold? So, ein Atomic Core. Das war so und so. Okay, Osmium da. Gold da. Iron das da. Und die Enriched Alloys da ein. Ein Electrolytic Core. So. Jetzt brauchen wir da den Electrolytic Core. Das wird dann da, Eisen da und die Enriched Alloys da. So. Der Electric Separator ist fertig. Den stelle ich jetzt mal ein bisschen abseits. Weil der braucht Wasser.
Aus Wasser macht er dann, weil ich zeige, Water ist hier, macht er Hydrogen und Oxygen. Braucht halt aber auch Strom. Alternativ kann er aus Brine, kann er Hydrogen und Chlorin machen. Schaue ich mir auch nochmal an. So, Frage, wie machen wir jetzt am besten Wasser hin? Am besten wäre das eigentlich über einem weiteren Aquarius, ne? Das können wir dann auch nochmal schnell zusammenknacken. Machen wir das mal gerade oben. So, wir. Geht das auch mit Quite Clear Glass? Bitte, lass es auch gehen. Nee. Lass mich jetzt nicht schwach werden. Lass mich nicht im Stich. Das geht. So, Gold, Eisen. Natürlich hatte ich nur deswegen den einen Goldbarren noch mitgenommen, nicht wegen was anderem. Wir brauchen noch Glas. Hau ich mal gerade den Redstone Furnace rein. Der arbeitet jetzt wieder. Was macht. Ich bin so ein Eubel, das ist doch unnormal. Also an Tagen wie diesen könnte ich mich immer selbst schlagen. Das ist so unnormal mit mir. Aber wie er sieht doch so schön. Mich muss man nicht verstehen, mich muss man nur dulden. Ich glaube, irgendwo auf dieser Welt sitzt jetzt ein Tribun und denkt sich, endlich hat er es verstanden. So, ein. Was habe ich da denn jetzt verkackt? Alles. Und natürlich verkacke ich es wieder. So, Servo. Was war das jetzt noch? Ah ja. Das war jetzt so und so. Servo, Machine Frame, Bucket und zwei Zinn-Ingots waren das, meine ich. Jo. Wir haben auch hier irgendwo noch bestimmt. Jo, haben wir. Ich wette, ich bin jetzt gerade hier am Vorbereiten und jetzt gleich klappt das nicht. Ich bin mir aber auch gerade nicht wirklich sicher, dass das klappt. Das Ganze machen wir dann aber auch ein bisschen weiter unten. Ja, das sollte passen. Klatsch mal den Aquarius darauf. Nehmen den Quicksand mal. Wasser dahin. Na. Pumpt er sich jetzt schon voll? Jetzt aber. So, der hätte jetzt auch schon Wasser, wie wir sehen, kriegt er Hydrogen und macht Oxygen daraus.